Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also manchmal hat man ja Messer, die man gar nicht selber besorgt hat, sondern die auf irgendwelchen komischen Wegen zu einem gekommen sind. Und ja, heute ist es wieder soweit. Heute habe ich wieder so ein Messerchen. Und wie ihr schon in der Überschrift gelesen haben könnt, handelt es sich hierbei um ein Messer, das ich quasi... Ja, das eigentlich total abgeranzt ist und ich es aber trotzdem nutze. Und zwar, ich weiß leider nicht, wie es genau heißt, aber es handelt sich um ein Moela-Messer. Und zwar genau dieses hier. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier grob mit den Specs an. Wir haben eine Klingenlänge von, na, lass mich nicht lügen, ja gut, 8 cm. Gewichtsmäßig sind wir bei knapp 100 Gramm, also ist jetzt schon kein Leichtgewicht und auch jetzt nicht so ein kleines Messer. Wir haben zwar hier nur so Nagelhau drin, aber wie ihr sehen könnt, lässt sich das Messer auch ganz einfach mit einer Hand öffnen. Also fällt natürlich unter Paragraph 42a. Ja, wie ihr schon sehen könnt, das Messer hat ordentlich gelitten und es war nicht von mir. Ich hatte das Messer hier aus Familienbesitz von meiner Freundin, aus einem Nachlass. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Der hat das Messer wahrscheinlich auch sehr gut benutzt. Ihr sehen könnt, ich weiß nicht, worüber nachgeschärft, aber ja, so die Klinge hier hat so ein, das spiegelt es ein bisschen hier, sehen könnt, gut gelitten. Aber ich habe das Messer dann versucht mal so ein bisschen zu schleifen und es ist jetzt wieder angenehm scharf. Die ganzen groben überstehenden Kanten sind weg. Also hier, das läuft wieder. Optisch finde ich es an sich eigentlich auch ganz schön so. Ich mag ja so gerne Holzgriffe, auch wenn das jetzt irgendwie hier so ein wenig günstig wirkt. Dieses Holz zumindest, das sieht ein bisschen seltsam aus, als wenn es hier wieder, als wenn es aufgemalt wäre, die Maserung von einem hier. Deswegen, falls jemand dieses Modell kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, dass ich mal so ein paar Specs dazu habe. Klingenstahl haben wir hier in 440C. Und ja, Backlock, der... Ich zeige euch mal was. Achtung, Zaubertrick. Ha? Tada! Nicht mehr der Beste ist. Also, da hätte ich mich schon fast mal so richtig geschnitten, als das Ding einfach mal zugegangen ist. Aber wenn man es weiß, dann weiß man ja auch, wofür man das Messer nutzen kann und wie man es benutzen kann. Hier auch noch weitere Kriegsverletzung von dem Messer. Hier ist ein bisschen Holz weggeplatzt. Sehen können hier. So. Ja. Aber trotzdem ist dieses Messer quasi immer in meiner Nähe. Und immer wenn ich mal schnell was schneiden muss, nehme ich meistens dieses Messer hier. Weil es ist scharf. Es lässt sich schnell öffnen. Ne? Hier, es liegt einigermaßen. Natürlich ist der Vorführeffekt vor der Kamera ist natürlich ein bisschen friemeliger. Aber. Es lässt sich super öffnen und auch wunderbar schließen. Also, es hat auch diesen gewissen Spieleffekt, dadurch, dass man jetzt ein bisschen arbeiten muss. Es ist aber nicht so schwergängig. Scharf ist es halt auch noch. Wie gesagt, ich habe mal versucht, das so ein bisschen hier die Klinge zu polieren. Weiß ich nicht, ich habe ja keine Ahnung von so einen Geschichten. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen mit Elsterglanz zu schleifen. Da ist es ein bisschen besser geworden. Aber halt auch nur ein bisschen. Das sah vorher noch sehr viel schlimmer aus. Ja. Sah auch sehr viel dreckiger aus und so. Ich habe es auch geölt. Hier hinten. Verarbeitung ist an sich hier so weit eigentlich ganz gut. Und ich muss auch sagen, für die Größe ist es auch relativ leicht in der Hand. Sorgt dafür dann aber, dass es dann einen nicht ganz so wertigen Eindruck macht. Ja, hier schön das Moela-Logo. Ist auch gefühlt irgendwie ein bisschen schief. Oder bilde ich mir das vielleicht nur ein. Ich weiß nicht, ob das nochmal neu draufgeklebt wurde oder ob das so sein muss. Hier hinten Fangriemenöse. Ja, die Nieten gut versenkt. Naja, hier ist nicht so wirklich.
Ja, hakt so ein bisschen. Also ich habe keine Ahnung, wie alt dieses Messer ist. Und ja, wie gesagt, falls ihr Specs dazu habt, Infos, gerne mal in die Kommentare. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal schreiben würdet, was ihr so für schöne Messerchen habt, die auf Umwegen zu euch gekommen sind und vielleicht irgendwie ein wenig besonders sind. Teilt mir gerne eure Geschichten in den Kommentaren, freue ich mich sehr drüber. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schaut gerne mal auf dem Zweitkanal vorbei. Da geht heute eine richtig nice DVD, sage ich schon, Blu-ray-Box online von einer Serie aus meiner Kindheit, und zwar Relic Hunter. So, lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst hier ein Abo da und lasst überall Abos und Daumen und Likes und alles da. Ich wünsche euch ein charmantes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Cheers! Thank you.